Hallo und herzlich willkommen zu Gamondo packt aus. Der Show, in der ihr dabei zusieht, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, Xenoblade Chronicles ist wieder da. Als Definite Edition für die Nintendo Switch. Ja, als der Titel das erste Mal vor 10 Jahren, also 2010, erschienen ist für die Nintendo Wii, ja, da war das ein richtig großer Erfolg für Nintendo. War ein richtig geiles Spiel. Ich habe es leider noch gar nicht gespielt, also den ersten Teil. Ich habe dafür natürlich die Fortsetzung gespielt, Xenoblade Chronicles 2, obwohl Fortsetzung kann man nicht sagen. Ist ja keine direkte Fortsetzung, der andere Charaktere und dergleichen. Aber egal, den zweiten Teil habe ich gespielt und ich habe ihn absolut geliebt. Auch die Erweiterung Torma, das war phänomenal, hat richtig Spaß gemacht. Also wenn ihr ein gutes Rollenspiel spielen wollt, Xenoblade Chronicles 2 kann ich tatsächlich empfehlen. Ja, Teil 1 wahrscheinlich auch, also ich habe jetzt von vielen gehört, das soll der beste Teil sein. Deswegen freue ich mich darauf, das endlich auch mal spielen zu können. Es gab dazwischen noch einen anderen Teil, und zwar Chronicles X. Den fand ich jetzt tatsächlich nicht so gut. Der ist für die Wii U erschienen, den habe ich als allererstes gespielt, aber war ich jetzt nicht so begeistert davon. Ja, und es gab auch eine 3DS-Version von dem ersten Teil, also von Xenoblade Chronicles. Das ist 2015 erschienen und ja, muss wohl auch ganz gut gewesen. Habe ich auch nicht gespielt. Aber jetzt gibt's eine neue Version in einer coolen Collector's Edition für die Nintendo Switch. Dann kann ich das jetzt auch mal nachholen. Und ja, Xenoblade Chronicles, das Rollenspiel, jetzt als Definite Edition. In Xenoblade Chronicles kämpfen zwei große Titanen gegeneinander und bilden im Nachhinein die Welt, auf der wir uns bewegen. Im Spiel übernehmen wir die Rolle von Schalk, der sich in dem Krieg zwischen den menschenähnlichen Horns und den maschinenartigen Mechon wiederfindet. Die Welt in Xenoblade Chronicles ist schick und richtig schön gestaltet und wurde für die Definite Edition noch einmal gehörig aufpoliert. Das einzigartige Kampfsystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Figuren quasi von selbst kämpfen und wir nur die besonderen Skills und Superattacken ausführen. Das klingt einfacher als es ist und stellt die Spieler durchaus noch vor großen Herausforderungen. Zusammengefasst ist Xenoblade Chronicles Definite Edition eine herausragend gute Umsetzung des Wii-Klassikers und Rollenspielfans können bedenkenlos zugreifen. Ja, und von diesem coolen Rollenspiel haben wir jetzt die Collector's Edition, beziehungsweise das Collector's Set, so wie Nintendo es hier nennt. Ja, ich mache erstmal die Folie ab und dann gucken wir uns den Karton ein bisschen an. Die Folie ist immer so ein bisschen störend und reflektiert wahrscheinlich auch noch ein bisschen so das Licht. Das ist auch immer uncool. Deswegen runter damit und weg damit. So. Ja, das Cover ist jetzt ein bisschen unspektakulär. Wir sehen hier schon, das ist so eine Folie, die so abgeht. Aber gucken wir uns gleich an. Wir haben den Schriftzug hier vorne. Xenoblade Chronicles Definite Edition. Und ja, hier steht dann Collector Set und das Ganze nochmal auf Französisch, glaube ich. Für den Nintendo Switch. Und wir haben hier so ein bisschen symbolisch angedeutet, das Schwert von unserem Helden. Ist schon ziemlich nice. So, ja, jetzt fällt die Folie so ein bisschen ab. Hätten wir vielleicht doch besser mit dem Plastik machen sollen. Egal. Ja, hier hinten sehen wir dann schon mal, was drin ist, was uns erwartet in dieser Collector's Edition. Wir haben hier einige eine schöne Gruppe von ja, Screenshots, oben unsere Helden und den Schriftzug und unten natürlich den Inhalt. Ja, wie schon gesagt, es ist so eine Art Pappe, die so abfällt. Machen inzwischen relativ viele, dass das einfach so dran gepappt ist in der Folie. Dann nehmen wir die ab und schauen mal, was sich dahinter dann verbirgt. Und was sehen wir? Wir sehen ein großes Symbol. Könnte ein Kanji sein, ich kann das nicht echt. Ja, es ist Kanji. Ich weiß jetzt nicht genau, welches es ist. Aber das macht es halt relativ edel, wie ich finde, so ein bisschen. Also es ist halt schwarz und jetzt haben wir halt hier nur in Rot dieses
Zeichen. Symbol kann man schon sagen. Das ist ja ein Zeichen. Ja, gut. Damit haben wir eine relativ coole Packung. Also in den Rändern ist natürlich jetzt überhaupt nichts. Also, kann man ignorieren. So, dann machen wir mal auf und schauen rein, was sich da verbirgt. Ja. Wow. Okay. Ja, aber das ist schon mal relativ cool. Also ist auch relativ schön verpackt, also wenn ich das hier nochmal so zeigen darf. Wir haben, ja, auf der einen Seite haben wir jetzt das Steelbook. Man kann es ja gar nicht abschauen. So, wir haben hier das Steelbook und das Spiel selbst. Also es ist relativ cool gemacht, also auch hier so schön eingelegt, ebenfalls in Farbe, also nicht so einfach weiß, sondern wirklich gedruckt. Sehr schön. Das fühlt sich so neu an, ich mag das. Das ist sehr toll. Ja, widmen wir uns erstmal in dem Spiel selbst. Ja, das ist das übliche Cover, was wir haben. Also das ist auch das Cover, das auch ja früher bei der Wii drauf war. Mit dem schönen Gras, wo das Schwert drin steckt und Xenoblade Chronicles draufsteht. Ja, hinten haben wir ein paar Hinweise und natürlich den Text. Das übliche halt. Und natürlich den Schatz. Darf man natürlich auch nicht vergessen. So, machen wir mal auf und gucken mal rein. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwie so ein schönes ja, Innenbild, was bei den Nintendo Switch-Spielen ja häufig vorkommt. Ich mag ja solche coolen Landschaften oder Screenshots innerhalb von einem Ding. Meistens sind sie weiß. Mal gucken, wie das jetzt hier der Fall ist. Und wir haben tatsächlich ein Bild. Wir haben hier noch so ein kleines Zettelchen mit Hinweisen. Aber wir haben ein cooles Bild. Nice, oder? Cool. Schön. Sehr schön. Wir haben Landschaften natürlich mit Figuren. Schön. Sehr schön. Also ich mag's. Sieht toll aus. Toll. Damit haben wir das Spiel jetzt schon angeguckt. Kommen wir jetzt zu der Hülle, wo wir das Spiel noch reinlegen können, alternativ zu den normalen. Und da haben wir natürlich jetzt ein etwas edleres Motiv, wie ich finde. Das sieht sehr, sehr schön aus. Auch der Schriftzug ist alles ein bisschen düsterer, dunkler. Mit Xenoblade Chronicles Definite Edition. Das ist cool gemacht. Das ist sehr schön. Ich glaube, das werde ich tatsächlich nutzen. Das sind hier diese Titanen oder Giganten. Das sind ja quasi die Planeten. Das ist halt relativ cool gemacht. Außer auf der anderen Seite haben wir natürlich die andere Seite. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir das aufklappen, haben wir ein komplettes Motiv. Ja, natürlich. Sehr schön, oder? Das ist cool. Ja, wenn ich dann schon mal so reingucke, dann sehe ich auch direkt schon, dass wir hier drin auch nochmal ein Motiv haben. Wie gesagt, das mag ich. Hier haben wir jetzt tatsächlich nochmal so coole Motive von Xenoblade Chronicles Definitive. Sehr schön, oder? Wunderschön. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was das hier ist. Ich wollte eigentlich sagen, dass das die Titanen sind, aber das bezweifle ich jetzt irgendwie so ein bisschen. Das spielt ja noch nicht viel, deswegen weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier drin noch ein Code. Muss man freirubbeln. Download-Code kann man jetzt natürlich jetzt hier nicht wirklich sehen. Aber ein digitaler Inhalt ist auch vorhanden. Sehr schön. So, jetzt geht's weiter. Wir haben die nächste Hülle erreicht quasi. Ja, das ist jetzt... So, jetzt haben wir hier... Ja, das ist natürlich jetzt schwer sich anzugucken. Das ist die Schallplatte. Die Sound Collection. Oder Selection, muss man ja eher sagen. Hier vorne ist natürlich... Also ich meine... Das Schöne an Schallplatten, das sind ja immer diese richtig breiten, coolen Motive, die man draufpacken kann. Weil einfach, es gibt wahnsinnig viel Fläche, um irgendwas vorne drauf zu packen. Und hier haben wir natürlich dann erstmal wieder quasi so ähnlich zu der Box, die wir haben, schwarz mit mit dem Schwert und dem Logo von Xenoblade Chronicles Definitive Edition. So, und hinten haben wir dann natürlich dann das drauf, was sich da drauf befindet. Die Sound Selection von Xenoblade Chronicles mit der A-Seite und der B-Seite. Schick, schick. Ja,
Ich habe dummerweise keinen Schaltband. Aber ich habe, das ist mein erster Schaltband. Naja, immerhin, ne? Also kann man so sehen. Finde ich cool. So, und jetzt haben wir, wow, das scheint ein bisschen größer zu sein. Ein Poster ist ja auch noch drin. Und das schauen wir uns jetzt mal an, das Motiv. Das ist, ja, wow. Sehr, sehr groß. Größer als die üblichen. Xenoblade Chronicles. Ich hoffe, man kann es sehen. Wir haben hier natürlich dann diese schöne, ich sag mal, diese freundliche Landschaft. Das ist halt immer relativ schön. Also dieses blauer Himmel, grüner Rasen. Und natürlich dann unsere Helden. Das ist sehr cool. Sehr schön. Und oben prangt natürlich dann das Logo von Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Das ist doch cool. Ja, ich mag's. Sehr schön. Da hinten ist nichts drauf. Nur ein einseitig. Ich muss ja tatsächlich auch zugeben, so einseitige Motive, die mag ich tatsächlich ganz gerne, weil dann muss man sich nicht entscheiden, sondern hey, es gibt halt nur eine Seite. Da kommt man mir mit entgegen. Auch wenn es irgendwie, ja, wenn man zwei Motive hätte, könnte man, naja, ist egal. Ich bin halt seltsam gestrickt. So, dann haben wir noch das Artbook. Wow. Das ist ein... Okay, das ist ein sehr, sehr fettes, schweres Artbook. Artbook. Ich hab auch Erdbeeren. Wir sehen schon, es ist richtig, richtig fett, also kräftig gebaut. Also es ist halt ein sehr, sehr cool. Also, wow. Und es ist schwer. Aber es ist Softcover. Hardcover wäre noch cooler gewesen. Aber es ist schon nice. Aber gut, gucken wir uns erstmal hier das Cover an. Wir haben ja jetzt an der Seite Xenoblade Chronicles stehen. Und natürlich als Cover, ich glaube, es ist wieder einer dieser Titanen oder Giganten. Ich weiß nicht, wie die denn heißen. Spielt ja keine Rolle. Haben wir vorne drauf. Und hinten ebenso. Xenoblade Chronicles, obwohl ich weiß nicht, wie vorne und hinten ist. Das kann ja von beiden Seiten theoretisch gesehen anfangen. Ist ja ein japanisches Spiel. Schauen wir mal rein und wir haben, wow, okay, Surinam, Yumiya. Wir haben hier Charakterelemente. Ist das nicht nice? Wow. Das ist ja nice. Ja, Seite 117. Dann haben wir noch, ja, auch noch so Entstehungsdinge. Entstehungsdinge. Also von den Hintergründen oder von den Welten besser gesagt. Also das ist echt, da haben wir sehr, sehr viel reingemacht. Das ist echt cool. Boah, das ist so schwer. Das ist, also da kann man echt noch so sich lange mit beschäftigen. Ja, das ist so. Boah. Ja, da haben wir hier noch, weiß nicht mehr genau, wie die Rasse heißt von diesen Alien-Dingern. Die kommen halt auf dem Xenoblade Chronicles X und auch natürlich in Xenoblade Chronicles 2 vor. Das ist schon ziemlich cool. Also es ist ein richtig, richtig fettes Artbook. Oh Leute, ey, das ist echt. Das ist schön. Da. Das ist beeindruckend. Ja, und das ist nun drin in dieser Collector's Edition von Xenoblade Chronicles Definite Edition. Ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt. Der Download-Code ist tatsächlich für die Musik. Das heißt, der Soundtrack ist noch einmal digital vorhanden. Das heißt, ich brauche auch gar keinen Schallplattenspieler für diese richtig coole Schallplatte. Ist das nicht nice? Na, denkt doch jemand mal mit. Finde ich gut. Ja, die Schallplatte haben wir hier drin. Wir haben das Artbook. Sehr cool. Ich meine, es ist ein richtig fettes Artwork. Ich meine, da kann jetzt wirklich keiner beschweren, dass das ein bisschen zu wenig Artworks sind. Ist richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin begeistert. Ein anderes Format würde mir wahrscheinlich besser gefallen, weil diese länglichen Dinger ist halt immer so ein Ding. Aber ist okay. Ich mag Artworks und kann auch durch Softcover sein. Geil. Bei dieser Menge an Bildern. Super. Ja, dann haben wir noch das Poster. Riesengroß, also auch größer als so normale Poster. Ist halt so quadratisch. Hat sowas mit Xenoblade, glaube ich, meine Schallplatte ist quadratisch, die Box ist quadratisch, die Box ist quadratisch, weil die Schallplatte quadratisch ist. Aber dafür haben wir dann auch noch ein quadratisches Poster. Super.
Gut, und dann haben wir noch ja ein Steelbook, auch sehr cool. Ich mag das. Also Steelbooks sind immer eine willkommene ja Geste für Collectors Editions. Ich mag das, das ist super. Ja, das Spiel an sich darf man natürlich auch nicht vergessen. Und die wunderschöne Box. Also die ist tatsächlich auch sehr schick. Ich meine, mit dem schwarzen Ding. Super. Ist einfach ein richtig cooles Set. Ich meine, Nintendo nennt es jetzt nicht Collectors Edition, sondern Set, Collector Set. Und ja, ist cool. Es ist richtig, es hat auch Spaß gemacht, es auszupacken. Und ich freue mich darauf, jetzt mal den ersten Teil von Xenoblade Chronicles nachholen zu können. Ja, und vielleicht spielt ihr das Spiel jetzt auch. Oder ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Gamondo Packt aus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.